sie redet schlimmer als jeder dreckige 17-16-jährige Aslak da draußen, der sich für den krassesten Kanaken hält. Ich weiß, dass das alles Show ist, aber das macht das Ganze nur noch viel schlimmer. Denn wenn du schon ein Kopftuch trägst in deinen Videos, dann benimm dich dementsprechend. Abonnier Mazdak. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Mazdak, euer bester Freund. Als allererstes, damit ihr überhaupt wisst, worum es in dem Video geht, für diejenigen, die den Titel des Videos nicht gelesen haben. Es geht um Sumaya Hijabi. Ja Leute, ich weiß, John Brooke hat schon ein Video gegen sie gedreht. Und ja, ich weiß, KMS hat auch schon ein Video gegen sie gedreht. Also hört auch in die Kommentare voll zu spammen, ey, du hast das von denen und denen geklaut. Nein, habe ich nicht. Und warum ich dieses Video gemacht habe? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich gar kein Video gegen sie drehen werde oder drehen wollte, bis plötzlich meine Abonnenten mich voll gespammt haben. Sie haben mich auf Snapchat, auf Instagram, auf Facebook, überall haben die mich voll gespammt. Ihr bösen, bösen Abonnenten, guckt mal nur euretwegen, zwischen Tür und Angel hauscht dieses Video aus. Aber jetzt mal Spaß beiseite, meine lieben Freunde da draußen. Natürlich hat Lejanko ein gutes Recht darauf, zusätzlich zu den 1000 anderen Leuten, die dieses Video hochgeladen haben, gegen dieses Sumaya Hijabi auch ein Video hochzuladen, genauso wie ich. Und eigentlich wollte ich das nicht machen, ihr wisst ja, das Thema ist jetzt bestimmt 2 Wochen alt. Ich hätte es vor 2 Wochen machen können, nachdem ich das Video von Jump Rope gesehen habe, was auch sehr, sehr interessant war. Aber wie gesagt, ich wollte mich aus dem Thema raushalten, weil Religion, Politik, dies, das, damit habe ich vor 4-5 Jahren viel zu tun gehabt, viel zu viel Probleme dadurch bekommen und habe mich komplett aus der Szene rausgezogen. Aber hier bei dieser Person geht mir das einfach viel, viel zu weit. Aber für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, hier mal ein Zusammenschnitt von mir für euch, damit ihr wisst, mit was für einem Menschen ihr es da zu tun habt. Hallo und Assalamu alaikum, meine Lieben. Ich habe euch versprochen, dass jetzt die nächsten Zeit Real Talk Videos kommen werden. Und ich möchte euch nur Folgendes sagen. Und zwar, wenn es Menschen in eurem Leben gibt, die euch einfach nicht glücklich machen, dann lasst sie gehen. 3 Tage später. Assalamu alaikum. Heute will ich Liebe verteilen. Oye, Pamela. Ey, Mami. Te quiero mucho. Tu sabes? Hallo und Assalamu alaikum. Ich bin wieder da. Part 3 heute. Hört mal zu. Okay? An alle da draußen, die einfach den machen. Männer, bla bla bla. Wer will ich schon heiraten? Hör mal zu. Folgendes, ja? Wenn du da draußen ein Mann angeblich, ahla kelb, denkst, dass du ein Mann bist, du weißt nicht, was du willst, du weißt nicht, wo du stehst, du weißt nicht, wer du selbst bist, sorry, Bitch, dann bist du ganz bestimmt kein Mann. Und das geht raus an Frauen genauso wie Männer. Hört auf, euch zu verstellen. Hallo und Assalamu alaikum, meine Lieben. Ich habe euch versprochen, dass jetzt die nächsten Zeit Real Talk Videos kommen werden. Und ich möchte euch nur Folgendes sagen. Und zwar, wenn es Menschen in eurem Leben gibt, die euch einfach nicht glücklich machen, dann lasst sie gehen. Really, nigga? So, und das war jetzt auch schon viel zu viel Spaß mit drin, weil das ist ein Thema, wo man nicht so viel Spaß rausinterpretieren kann, Leute. Ich habe nämlich vorhin, deswegen bin ich noch angezogen, ich komme gerade von draußen, ich muss das direkt rausknallen, solange noch die Wut in mir drin ist, habe vorhin mit ein paar Deutschen gesprochen und dieses Thema Sumaya Hijabi kam auf. Und die haben mich halt gefragt, ich als Repräsentant des Islam, wegen meinem Bart und so weiter und so fort, ihr wisst ja Bescheid, ich bin nicht der frommste, ich bin nicht der stabilste Bruder, den es gibt, aber ich habe mich, wie gesagt, vor einigen Jahren sehr, sehr stark damit befasst, habe auch einiges an Wissen hier oben eingespeichert, will jetzt nicht sonderlich damit angeben, aber die haben mich halt gefragt, die haben halt hier in meiner Umgebung keinen anderen Ansprechpartner. Wir haben über diese Person geredet und die gehen stark davon aus, dass sie den Islam repräsentiert, weil sie ein Kopftuch trägt. Und das hat mich eine halbe Stunde gekostet, um die davon zu überzeugen, dass das nur ein Modeaccessoire bei ihr ist. Denn ein Mensch, der sich so gibt im Internet, der so die Sau raushängen lässt, ihr habt ja selbst gesehen, wie sie vorher war, wie sie einige Zeit später war, um Fame zu kriegen und halt Reichweite zu erzeugen. Sie hat sich einfach verstellt und solche Menschen sind link. Solche Menschen sind nicht real und sollten nicht repräsentativ für eine ganze Religion, für so eine starke Religion mit über 1 Milliarde Anhänger im Internet gelten. Für mich ist sie genauso schlimm wie Persia X. Persia X, also dieser Jan,
kritisiert er den Islam immer wieder und versucht so, ihn ins schlechte Licht zu rücken. Sie, diese Somaya Hijabi, macht es noch eine Stufe krasser, indem sie so tut, als würde sie repräsentativ für alle Frauen im Islam stehen, indem sie sich ein Kopftuch anzieht, indem sie sich rein optisch fromm gibt, wobei man muss sagen, sie schminkt sich sogar. Wofür gilt denn dieses Kopftuch, Somaya? Ich frag dich jetzt im Ernst. Das ist doch dafür da, dass dir Männer nicht hinterher gucken, um deine Schönheit, die Haare einer Frau zu verdecken. Warum versuchst du dann die Aufmerksamkeit auf dein Gesicht zu ziehen, indem du es so stark schminkst? Meine erste Frage. Aber wie gesagt, es ist dein Leben, es ist deine Seite. Wem es nicht gefällt, er soll es nicht gucken. Ich drehe dieses Video jetzt auch wirklich nur, um einige Sachen loszuwerden. Auf jeden Fall erster Punkt. Zweiter Punkt, das geht auch raus an alle meine deutschen Zuschauer. Ihr müsst nicht direkt sagen, guck mal, Asi-Weiber, ausländische, muslimische Weiber, wie die drauf sind, wie sie reden. Nein, das stimmt gar nicht. Cousinen von mir oder auch so normale Mädels, die ich kenne, die dem Islam angehören, die Kopftuch tragen, die sind keineswegs so. Die sind 180 Grad anders, Leute. Die sind 180 Grad anders. Das sind fromme, vernünftige, respektable Frauen, denen man auch Respekt gegenüberbringen kann. Wie kann man Respekt einer Frau wie ihr, dieser Somaya, überhaupt entgegenbringen? Erklärt mir das mal. Guckt mal, wie sie da alleine redet. Sie redet schlimmer als jeder dreckige 17-, 16-jährige Aslak da draußen, der sich für den krassesten Kanaken hält. Ich weiß, dass das alles Show ist, aber das macht das Ganze nur noch viel schlimmer. Denn wenn du schon ein Kopftuch trägst in deinen Videos, dann benimm dich dementsprechend. Das ist ein Symbol und das habe ich damals auch versucht, dieser Persia X klar zu machen. Es ist ein Symbol, worüber man sich nicht lustig machen sollte. Und wenn du nicht zu 100% hinter dieser Religion stehst und dich halt indirekt so darüber lustig machst oder versuchst, über diese Religion an Reichweite zu gelangen, aber über dem Rücken dieser Religion, das heißt von hinten herum, sie ausbeutest, dann lass das einfach sein, dann bist du ein dreckiger Mensch, ein ekelhafter. Und Leute, um das Video jetzt nicht allzu lang zu halten, die anderen YouTuber haben ja schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Das wäre jetzt einfach nur meine eigene persönliche Meinung dazu. Ich will auch keinen fronten, ich werde sie auch weiterhin nicht mehr verfolgen, ich werde nichts mehr auf Facebook von ihr gucken. Das solltet ihr auch machen, wenn ihr Fakeness und Schauspielerei keine Chance geben wollt, genauso wie ich das bei Alec gesagt habe. Setzt dem Ganzen ein Ende, Leute. Ansonsten sterben die ganzen realen YouTuber aus. Die ganzen realen Personen des öffentlichen Lebens werden dadurch ausgerottet. Indem ihr einfach Leuten glaubt, die sich eine Maske aufsetzen, nur um euch zu gefallen. Und sowas ist künstlich und ekelhaft und sollte nicht unterstützt werden. Das ist mein Appell an euch. Tut aber, was ihr wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Und ganz egal, wie schwer das Leben auch sein sollte, ganz egal, wie viele Hürden sich euch noch in den Weg stellen sollten, bleibt immer sauber, bleibt immer real und denkt immer daran, in jedem von euch steckt ein kleiner Monster.